Chef? Chef, ein neuer Befehl. Seeds und Seed-Anwärter sollen um 19.00 den Rückzug antreten und sich am Strand sammeln. Rückzug? Das sind aber noch Feinde. Ich bin nur der Kurier, dafür kann ich doch nichts. Ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Ich will das Schiff nicht verpassen. Wann sollen wir uns sammeln? Hast du mir eigentlich zugehört? Seeds und Seed-Anwärter sollen um 19.00 den Rückzug antreten und sich am Strand sammeln. 19.00. Nur noch eine halbe Stunde. Los zum Strand. Wir haben noch genau 30 Minuten. Hey, auch mitfahren will. Was glaubt er, wer wir sind? Frag ihn selbst. Lasst uns jetzt los. So, jetzt bin ich erstmal alle damit. Ja, wir wollen runter. Ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen. Ich könnte jetzt sagen, keine Zufallsbegegnung bitte mehr. Das Ziel sind diese Kids. Los, los, los! Ab! Ab! Seh dich nur um, ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Siehst du dich um, ich bin hier. Ich hab alles schon. Ich hab zahllosen Kram und viel Blunder. Ich ersticke in dem Wind. Sieh nur her. Das nervige Vieh, ich hasse es. Den werden wir gleich ein paar Mal sehen. Den guten. Lasst uns bloß abhauen. Man kann das Vieh natürlich auch versuchen zu bekämpfen, bringt einen aber keine Pluspunkte. Wird jetzt dafür aber gleich ganz eklig. Er läuft ja immer noch. Ja, dann bleibt doch nicht stehen! Wir haben keine Zeit, los! Ah!
Flucht nicht möglich. Oh, fick die Ziege jedes Mal. Ich habe jedes Mal bei dem so übelste Probleme. Gegner, die man haben kann. Unter Zeitdruck stehen und dann noch so ein Vieh, was hinter dir herstratzt. Schon, brich zusammen. Eine beschissene Stelle. Oh, jedes Mal die Stelle. Oh Mann. Das ist. Ich weiß nicht, was sich die Macher da mal gedacht haben. Hey, lass mal deinen Paintball nicht. Das ist so eine richtige Hassliebe. Dagegen war Luat ein Scheiß. Ja. Richtig blöd wird das jetzt gleich hier bei der Brücke.
Setrup, Rückzug! Verstanden! So, jetzt sollte mir eigentlich nichts mehr passieren. Das ist gut, so sehr, so inbrünstelig, tatsächlich. Nur geil, wie Felder ist, dann ist es, kommt so. Du gehst nicht an dein Lieblingsstand. Schön. Inbrünstig. Genug tun, nachdem mir das Vieh immer so viel Ärger macht. Ich glaube, ich krieg keinen guten Rang zum Beginn. Ich habe mein Bestes gegeben und ich schäme mich nicht dafür. Ich habe sogar Hund gerettet. Hund! Also wenn das nicht noch einen Sonderbonus kriegt für die Rettung eines Hundes, dann weiß ich auch nicht. Cypher! Wie war's? Sie haben mich nur behindert. Es ist nicht leicht, ein Truppenführer zu sein. Ordnung? Gute Arbeit. Wo ist Cypher? Los zum Garten, solange es noch hell ist. Nutzt eure freie Zeit. Das war's dann für heute. Was ist? Jetzt habt ihr etwas Freizeit. Was ihr mal jetzt macht, ist euch überlassen. Ruht euch am besten aus. Hey! Schon wieder. Dieser Arsch, er denkt nur an sich. Es hilft nichts. Lasst uns zu Fuß gehen. Dieser Arsch macht mir Kopfschmerzen. Ich hab ihn früher tatsächlich sehr gemocht. Ich spüre den Meereswind. Er saust durch die Stadt. Die Stadt riecht nach Salz. Und mein Wagen rostet dahin. Dieses Schild ist auch ziemlich verrostet. Überlegen Sie noch mal gut. Ich brauche mindestens 10 Stück davon. Heute mit Freunden? Das ist meine Wohnung. Fühlt euch nicht, aber nicht wie zu Hause. Ist okay. Ich möchte in dein Zimmer. Hey, Skipper! Das ist mein Zimmer. Niemand darf rein. Der Raum ist heilig. Sehr gut. Sicher. Ja, ich hab's kapiert. Sorry, dass die Steuerung manchmal hier so ein bisschen beknackt ist. Dass du da auf Pixel genau laufen musst. Pass bitte gut auf Cell auf. Maniacs, das wissen wir doch mittlerweile.
Ich schaue mir die Weltkarte an. Ich mache mir darüber Gedanken, wie klein wir eigentlich sind. Ich schaue mir die Katze an. Die finde ich ganz süß. Und sonst versuche ich einfach nur, Sachen aus eurem Haus zu klauen. Schau dir mal das an. Die riesige Stadt Galbadia, das geheimnisvolle Land Eshtar. Und Centra, das Land, das unterging. Was ist passiert, dass die Welt heute so aussieht? Viel, Junge, viel. Da gab es sicher eine Corona-Krise mit Corona-Leugnern und einem Markus, mit einem Herrn Wendler. Der heißt ja nicht Markus Wendler. Der heißt ja Michael Wendler. Sie liebt den DJ. Bitte kein Tyrannosaurus, bitte kein Tyrannosaurus. Ach nee, da ist ja nur ein Wald. So, wir koppeln mal noch die Lia. Einwurbeln haben. Ich wette, bis ich jetzt in der Schule ankomme, werde ich kein einziges Mal Herrn Dino sehen. Doch, kein einziges Mal. Endlich daheim. Echt wahr? Jetzt heißt es, die Bewertung abwarten. Also dann, Skipper. Bis später. Bis dann. Mission erfüllt. Wohl ein Grund zum Feiern. Die Anwärter sind alle wohlbehalten zurück, oder? Auf die Idee, dass die Galbadianer es auf die Antenne abgesehen hatten, ist niemand gekommen. Aus Dole ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Galbadianer haben sich unter den Bedingungen, dass die Antenne sendebereit bleibt, zurückgezogen. Wie auch immer, die Galbadianer haben sich also zurückgezogen.
Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Kohle herausgeschlagen. Naja. Wisst ihr's? Die Prüfungsergebnisse werden bald bekannt gegeben. Bleib in der Nähe. Guck mal, du bist nicht mehr nur noch ein Hintergrundfleck. Wie war das Schlachtfeld? Geht so. Geht so? Geht so, sagen sie. Das finde ich prächtig. Du warst gar nicht mal so schlecht. Gell? Er ist mein ganzer Stolz. Wenn er bloß nicht so muffelig wäre. Wir dissen einen die Lehrer auch noch. Das ist eigentlich nicht mehr Mobbing unter Schülern, sondern Mobbing vom Lehrerkolleg. Na Junge, warum siehst du so gereizt aus? Wie war's, Bruderherz? Autsch, mein Kreuz. Wenn ich diese Schmerzen nicht hätte. Schon wieder diese Tour. Hast du gehört? Die Sache mit der Antenne in Dole? Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dole jetzt ewig dankbar. Du hast doch an gar nichts gedacht. Du wolltest dich nur austoben. Quistes. Solche Unterstellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler. Ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Ziffer, sei bloß nicht so eingebildet. Unter deinem Kommando hat der B-Trupp den Posten verlassen. Ist es nicht die Aufgabe eines Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln? Kommandanten? Dass ich nicht lache. Du ewiger Seed-Anwärter. Er vibriert. Cypher vibriert. Cypher? Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Diese ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann aber Ihre Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass Sie zu simplen Söldnern werden. Zu Söldnern, die blind Befehlen gehorchen, sollen Sie nicht werden. Denke ich zumindest. Direkt aus Sid. Sie sollten langsam zurück. Nun, wie soll ich sagen? Ich gehe dann mal ohne was zu sagen. Leads sollen Befehle befolgen und Aufträge erfüllen. Schließlich sind wir kein Wohltätigkeitsverein. Das Dole-Fürstentum dürfte eines jetzt gelernt haben. Wer die Seeds anheuern will, sollte mit Geld nicht sparen. Die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Ich wiederhole, die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Cypher, kommst du mit? Dann machen wir das doch mal umgehend. Umgehen, da geht's gar nicht mehr. Wut. Deutsch. Wu-Chin sagt, wenn Cypher nicht zum Seed wird, ist es deine Schuld. Wu-Chin ist mal unberechenbar, wenn sie mal wütend wird. Ich bin mal sowas von angepisst, wenn du mal nicht mal benutzt. Hey, wir sollen einzeln aufgerufen werden. Ja. Eine Figur ohne Text, noch eine Figur ohne Text, noch eine Figur ohne Text, okay. Klassenzimmer ist nicht. Thank you.
Xel. Xel Dinscht. Juhu! Bis dann, Leute! Skipper. Skipper vom B-Trupp. Hier rüber. Das waren alle, die heute bestanden haben. Wegtreten. Haben sie sich einfach mal eine Animation gespart. Das sind die vier, die die Seed-Prüfung bestanden haben. Zunächst mal Gratulation. Von nun an werden sie als Seeds Einsätze auf der ganzen Welt wahrnehmen. Seed ist der Codename für die Söldner des Bellum Garden. Die Seeds sind Kampfspezialisten. Aber das ist nur die vordere Seite der Medaille. Wenn die Zeit reif ist... Herr Direktor, wir müssen gleich zu einer Besprechung. Fassen Sie sich bitte kurz. Die Seeds sind ein wertvolles Produkt dieses Kartens. Ob der Warenwert steigt oder liegt, fällt liegt in euren Händen. Nehmt euch das zu Herzen und erfüllt die Aufträge. Das wollten Sie doch damit sagen, Herr Direktor. Die Seed-Zeugnisse werden nun feierlich überreicht. Flüster, ich freue mich auf das Schulfest. Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Ein bisschen Ruhe schadet nie. Nochmal weise Worte mit auf dem Weg. Was sind unsere? Sie sind der erste Seed mit einer Gunblade. Ah ja, das war die wichtigste Information, die wir hätten kriegen können. Hiermit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Das sieht urkomisch aus. Ach ja, Skipper, ich gebe Ihnen das hier. Das ist ein Kampfzähler. Gehen Sie ins Menü ins Tutorial. Dort können Sie Ihre Kampfstatistiken anschauen. Vielleicht wird es für Sie von Nutzen sein. Ab jetzt werdet ihr öfter mit GF arbeiten. Ignoriert diesbezüglich jede jegliche Kritik von außen. Letzten 6? Unterhalten wir uns irgendwann ausführlich. Warum sitzen 6? Smogs. So schlecht kann ich doch gar nicht abgeschnitten haben. Nach 17 Jahren endlich die erhoffte Chance. Was ist, Skipper? Seed! 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 Oh Gott. Hey, ja, Skipper, zurück ins Klassenzimmer. Hm? Was wir tun sollen? Ah, hast du vergessen, was frisch gebackene Seeds machen? Sich bei den Kameraden bedanken? Danach gibt's eine richtig fette Abschlussparty. Oh, verstehe. Ich finde es erstaunlich, dass tatsächlich Cypher der Erste ist, der applaudiert. Und das so ein bisschen anerkennt. Agilität 70 Punkte, Urteilsvermögen 40, Angriffsstärke 50, Seele 50, Benehmen. Seed Level 6, na toll, hattest recht, setzen 6. Aber ich glaube, man hätte es schlimmer treffen können mit dem Seed Level. Als Seed bekommen Sie regelmäßig einen Sold. Der Betrag richtet sich nach Ihrem Seed-Level. Der Seed-Level kann je nach Ihrer Handlungsweise im Kampf steigen. Er kann auch je nach Ihrer Handlungsweise fallen. Ja, wenn du zu lange brauchst, um eine Aufgabe zu erfüllen, dann sinkt er schon mal. Ah, gefunden! Hey, hey, guck mal! Seed-Uniform! Ja, schön für dich. Zieh dich schnell um, da soll eine Fete stattfinden. Nee, lass mal. Ich guck erst mal, ob mein Nachbar irgendwo Pornos bunkert. Immer noch keine Pornos. Verdammt. Hm.
Ich habe auch keine Pornos. Mist. Natürlich, warum nicht Pornos, wenn das Mädchen dasteht? Um mir zu zeigen, wie langweilig sie eigentlich ist. Hey, steht hier super. Also auf zur Fete. Ohne Knete, keine Fete, keine Fete, ohne Knete.